Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge vom Witcher 3. Und wir machen uns jetzt erstmal auf zum Coronata-Weingut. Ja, wir haben die Info gekriegt, hey, guck dich da lieber mal um. In dem Brief stand auch, hey, wow, guck mal, anderes Weingut. Und wir wissen ja, dass die beiden so ein bisschen im Clinch stehen oder in Konkurrenz. Weil, ja, kapitalistische Welt, es sind zwei Weingutbesitzer, die ihre eigene Kälterei und alles haben und da Wein machen und verkaufen wollen. Da geht es natürlich auch um Kohle, ist doch vollkommen klar. Und da kann es schon sein, ne? Dass also die ein oder anderen Gegenspieler da sind, wo sie sagen, hey, lasst uns doch die beiden einfach gegeneinander aufbringen. Dann haben wir es leichter zum Schluss. Dann können wir vielleicht uns die Sache zum Schluss an den Nagel reißen. Aufträge von Winzern. Okay. Deine Arbeit ist sehr aufregend. Vielleicht bist du deswegen so grau? Was ist denn die Quest? Entschuldige, kannst du mir vielleicht helfen? Du siehst wie ein starker Mann aus. Was gibt's denn? Ich habe ein altes Lagerhaus ersteigert. Jetzt stellt sich raus, dass es stinkt wie eine ophirische Speisekammer und laut ist wie ein Bordell in Novigrad. Aha. Verseuchte Weinlaus. Ich habe meine gesamten Ersparnisse investiert und nun traue ich mich nicht hinein. Bitte hilf mir, Hexer. Ja, aber, ne? Ich könnte mich der Sache annehmen, solange du mich bezahlen kannst. Ach, du wirst das doch schon gleich zu viel sein. Also gut, so sei es. Wir sind uns handelseinig. Na gut, ich sehe mir das Lagerhaus an. Ja, gut. Level 37. Ja, dann machen wir das. Heute Abend geht's zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. Also ich hätte jetzt gerade kurz gedacht, dass das eigentlich so Erscheinungen sind, also Geister. Ach, das hört sich gerade schon wieder nach was anderem an. Hallöchen. Schon? Oh. Puh, hier stinkt's. Hat der Besitzer auch gesagt. Ach so, Oh, eine Notiz. Die Notiz haben wir uns natürlich. Warum zeigst du mir die nicht automatisch an? Diese Notiz? Notiz. Kann an Händler verkauft oder an Handwerkerzutaten zerlegt werden. Ah, nee, klar, logisch. Das, naja. Da oben geht's eventuell noch lang. Ja.
Okay. Geralt, nach oben, nicht nach unten. Danke. Ach, Geralt, Mann! Ist heute aber auch wieder zu blöd zum Schwimmen, oder? Meine Güte. Hat sich mal gesagt, dass du tauchen sollst, und was machst du? Schwimmst sonst wohin? Okay, da drüben ist noch was. Hätten wir dann. Okay. Ich hätte eigentlich hier oben langlaufen sollen die ganze Zeit. Alles klar. Ja, das sind die lieben Tierchen, ne? Fünf Florin. So, hier kann ich ja eh nichts mehr machen. Gut, dann haben wir es erledigt, großer Meister. Pass bloß auf! Ist das Lagerhaus jetzt sicher? Nun, hast du dich um ein Lagerhaus gekümmert? Das Lagerhaus steckt voller verrottendem Fleisch. Ich musste erst ein paar Ghule loswerden. Bei St. Majorans Schwielen. Und jetzt? Ist es jetzt sicher? Mhm. Aber du solltest das Fleisch schnell loswerden, bevor die nächsten Ghule kommen. Ja, natürlich. Ich werde zu Zweet einige Männer hinschicken. Dass die Leute das einfach nicht kapieren, ne? Brauchst du übrigens irgendwas? Meine Bestände sind gerade etwas mager, aber komm in 2 Tagen wieder und das Angebot ist vollständig. Du kriegst einen Rabatt, der dich umhaut. Wozu haben die Vorbesitzer das Lagerhaus eigentlich verwendet? Wieso war es voller Aas? Es hat zuvor Gottfried Norg gehört. Ja, dem Norg. Toussaints berühmtestem Schlachter. Jedenfalls, bis er mit seinen Saucisses à la Motarde den halben Hof der gnädigen Herzogin vergiftet hat. Was? Er ist wohl in Ungnade gefallen. Ungnade trifft es nicht ganz. Er wurde in den Kerker geworfen. Dann wurde sein Besitz konfisziert und versteigert. Ah, ja. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nichts. Gut. Alles klar. Bis dann. Sehr aufreibend, oder? Bist du deswegen so grau? Weinhändler. Okay. Abgeschlossen, alles klar. Gut, ja, das, was? Ich, ja, manchmal, ich verstehe es einfach manchmal nicht.
Aber das macht doch nichts. Nein. Die Leute wissen um Monster. Die Leute hören die ganze Zeit ständig von irgendwelchen Monstern. Bla und blub und hast du nicht gesehen. Und trotzdem kriegen sie es irgendwie nicht gebacken, sich an die einfachsten Regeln zu halten, damit sowas nicht passiert. Ich check das einfach nicht. Wer nicht täglich Rotwein säuft, ist selber schuld, wenn Scheiße läuft. Ist das ein neuer Reim oder was von euch? Wer nicht täglich Rotwein säuft, ist selber schuld, wenn Scheiße läuft. Deine Ladung Trauben ist schwerer als deine Schwerter. Ja, ja, mach du nur. Ach man, schön. Ja, gibt's immer mal wieder was Neues. Was haben wir denn hier? Ein altes, kaputtes Häuschen. Naja, also wenn wir hier nicht nochmal hin müssen. Ist dir das etwas zu realistisch? Weil du es nicht verstehst, warum die Leute so handeln. Ja. Ich verstehe so häufig nicht, warum Leute handeln, wie sie handeln. Ich finde, das ist wirklich ein bisschen zu häufig. Wie oft haben wir das jetzt schon gesehen? 10-mal? 20-mal? Das ist wirklich ein bisschen too much. Und vor allem ist es immer dasselbe. Das ist ein bisschen... Das hätten sie tatsächlich ein bisschen besser machen können. Kritik muss ja mal erlaubt sein. Worauf wartest du, Hexer? Auf dann? Es ist doch deine Aufgabe, Leute zu retten, oder? Ja, ja, natürlich. Wenn ich dafür bezahlt werde, schon. Ich kriege eine kleine Schwester. Ich kriege eine kleine Schwester. Was ist das hier immer für ein Unglaublich. Na gut, dann lesen wir mal hier. Liste mit dem Siegel von Liam de Coronata. Was hat denn der gute Liam so gesagt? Doktor, wir müssen außergewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wir wissen immer noch nicht, wo diese riesigen Parasiten herkommen. Stell deshalb zusätzliche Wachen auf. Lass Tag und Nacht Fackeln brennen und lass die Feuer nie ausgehen, denn diese wilden Pflanzen mögen kein Feuer. Vergiss nicht, dass unser Herbariumwald wichtig ist. Ohne die Aromen, die du uns besorgst, können wir die Produktion des Gewürzweins niemals fertigstellen, in den wir so viel Hoffnung gesteckt haben. Ich weiß, die Männer haben Angst und wollen nicht arbeiten, doch statt des Stocks, von dem du offensichtlich sehr gern Gebrauch machst, sollst du den Leuten sagen, dass ich den Lohn auf 2 Kronen erhöhe. Und dass sie sich außerdem am Ende der Woche in der Küche melden können, um eine Pfanne Paté zu erhalten. Liam de Coronata. Ich weiß nicht, wie er sonst ist, aber das ist erstmal eine schöne Sache. Nicht hier mit der Peitsche schon wieder ranzugehen, sondern halt auch mal zu sagen, pass auf, ich verstehe, warum Leute manchmal so reagieren, wie sie reagieren und lass uns mal was dagegen machen. Ah. Und das ist geil. Und das ist gut. Ich meine, du erwartest, dass Leute rational und mit Verstand handeln. Das tut sie nicht mal in der Realität. Ja, ja, ich weiß schon, aber naja. Ich habe manchmal so unrealistische Anforderungen oder Vorstellungen. Ich weiß das. Ein Hexer! Ja! Verrückt, nicht wahr?
Gut, ich werde wohl diese Arachspore nicht wieder kriegen. Naja. Dann halt nicht. Ich dachte, ich habe die noch nicht gelootet, aber naja. Dann halt eben nicht. Gut, dann machen wir weiter. Das heißt, irgendjemand macht das Ganze hier absichtlich. Was haben wir denn hier jetzt schon wieder? Ich will erstmal gucken, was das ist. Will nicht schon wieder so ein Personennot irgendwie verlieren. Also nur ein versteckter Schatz. Naja, gut. Dann geht's. Wenn es bloß ein paar affige Banditen sind, dann ist da alles kein Problem. Meins, euer Leben gegen meins? Oh, okay, macht nur. Ihr hättet auch einfach aufhören können mit dem Mist. Weil ich wie normale, wertvolle Menschen für die Gesellschaft behandeln und verhalten können, aber hey, das wäre das. Ne? Wäre ja schon wieder zu viel des Guten gewesen. Naja. Ich sehe schon, ich habe sehr unrealistische Vorstellungen vom Leben hier, ich merke das. Was haben wir denn hier? Tagebuch von einer Weltreise und Schweinefleisch. Tag 1 der Expedition. Ich, Konrad Veit, werde das Unmögliche vollbringen. In 80 Tagen durchreise ich den gesamten Kontinent von Caravista bis Lan Exeter. Ich lache der Fahr ins Gesicht. Haben wir gesehen. Und verachte die kleinen Leute, die immerfort von Fehlschlägen und Katastrophen faseln. Ich werde meinen Gegnern beweisen, dass es ihr größter Fehler war, gegen mich zu wetten, für den sie in Nilfgaardischen Florien zahlen werden. Tag 6 der Expedition. Ich bin noch immer in Beauclair. Meinem ursprünglichen Plan nach hätte ich die Stadt ohnehin umgehen müssen, denn ich liege schon 2 Tage zurück. Doch, verflucht sei alles. Mir fällt der Hintern ab von den endlosen Stößen der teuflischen Wagenbank. Zwieback und Dörrfleisch kann ich nicht mehr sehen. Ich habe etwas Luxus verdient. Ich werde daher die berühmte Fasanerie aufsuchen. Tag 8 der Expedition. Ich habe in der Fasanerie neue Freunde gefunden. Allesamt Liebhaber des Abenteuers. Sie haben Gefallen an der Idee hinter meiner Expedition gefunden und wollen mich begleiten. Ach ja, tolle Freunde, natürlich. Morgen brechen wir gemeinsam auf. Suizan, einer meiner neuen Begleiter, schlug vor, Beauclair sofort zu verlassen und außerhalb ein Lager aufzuschlagen. Dort können wir meine Vorräte inspizieren und die Weiterreise vorbereiten. Tag 9 der Expedition. Wir haben unser Biwak aufgeschlagen. Alles ist inspiziert, die Finanzen gezählt bis zum letzten Koffer. Suizan verlud alles auf einen Wagen und bereitete die Pferde vor. Nun sitze ich am Feuer, trinke Est und genieße einen entspannten Abend. Das Leben ist schön. Du bist ein Trottel. Du bist einfach nur dumm. Das ist Entschuldigung. So, was haben wir denn hier unten? Ist das Suizan oder sowas? Reiniger Haufen Bullen, Gott sei Dank. Naja, wir müssen alles angucken, ne? Sonst hätten wir die hier vielleicht noch verschont. Geil, wo die wahr sein dann. Ah, oh, was haben wir denn da? Ah, Schlüssel wird benötigt. Gut, ich hätte wohl erst oben gucken sollen, um dann den Schlüssel zu bekommen, um dann da runter zu gehen. Okay.
Ja, ich war wieder zu voreilig. Ich dachte, ich mache mal wieder was Intelligentes. So viel zu meiner Intelligenz. Gut. Unvollendeter Bericht und Schlüssel zu einer Reisekiste. Philibert, wie du befohlen hast, sind wir zu Konrad Veits Expedition gestoßen. Veit ist wirklich ein erzdämlicher Lackel. Er wollte alleine von Caravista bis nach Lan Exeter gelangen und unterwegs noch nicht einmal Handel treiben. Er hat mit irgendwem gewettet, dass er es in 80 Tagen bis ans Ziel schafft. Den Wagen hatte er gerammelt voll mit Vorräten. Und am Kutschbock ging ein dicker Koffer voll mit nilfgaardischen Florin. Wir zechten die ganze Nacht auf seine Kosten in der Fassanerie. Ich habe immer noch Sodbrennen. Er hat keinen Moment gezögert, uns bei seiner Expedition mitmachen zu lassen. Und unser Vorschlag, vor der Stadt ein Lager aufzuschlagen, hat ihn nicht im geringsten misstrauisch gemacht. Fast hätten wir unsere Arbeit erledigt, ohne uns auch nur die Hände schmutzig zu machen. Aber leider hat Zuezan den Hammer nicht fest genug geschwungen, um ihm den Schädel richtig einzuschlagen. Der Idiot, wie wohl besoffen, schrie und tobte und die Pferde gingen durch. Zu allem Überfluss waren sie auch noch eingespannt und zogen den Wagen schnurstracks in den See. Wir wollen so schnell wie möglich von hier verschwinden, weil es hier von Rittern und Herzogswachmännern wimmelt, aber es ist wie verhext. Nun steckt auch noch unser Wagen im Schlamm fest. Ein großer Tintenklecks macht den Rest des Berichts unleserlich. Oh, oh, ihr Armen. Ach und weh. Na gut. Gelegenheit macht Diebe oder so, ne? Wie verblendet möchtest du sein? Ja. 197 Floren. Hühnerleberpaté. Ja, Mensch, das war ja mal gar nicht so wenig. Schön, schön, schön. So, okay. Was haben wir in der Nähe? Ja, nee, dann gehen wir doch zuerst hier rüber. Wenn wir schon einmal hier sind. Das war ja mal so ein richtiger Trottel, ne? Er muss wahrscheinlich auch die ganze Zeit komplett wohlbehütet daheim gewesen sein oder in irgendwelchen reichen Kreisen. Und nichts von der Welt draußen mitbekommen haben. Wer sowas macht und denkt alleine, ohne Eskorte, ohne alles, schafft er den Mist. Er muss ja komplett verbammelt gewesen sein. Es geht ja gar nicht anders. Sind die besoffen, die Felstrolle? Können auf jeden Fall noch treffen. Okay. Was waren denn das jetzt wieder? Okroide, ne? Waren das doch. Ja. Na gut. Schon zu frei, ja.
Das ist halt immer bei den Trollen so gut. Ne? Du kannst halt trotzdem mit Feuer arbeiten. Da macht das Ganze dann noch mal ein bisschen mehr Spaß. Oder geht halt einfach nochmal. Rüstungsfärberei, ne? Brief an Cosmos Cyrill. Ist das C eventuell? Kassettenschlüssel. Bruder, genug des Zögerns, des Ärgers, der Schuldgefühle. Leon de Coronata zahlt dir so gut wie nichts. Und du hast deine Familie zu ernähren. Also tu, was ich dir sage. Belade einen Wagen mit Fässern dieses neuen Gewürzweins und verlasse nachts leise das Weingut. Wende dich mit dem Wagen nach Nordwesten und sobald du den Fluss überquert hast, wirst du dort von Männern erwartet. Gib ihnen die Fässer. Sie müssen diesen Wein wirklich unbedingt wollen. In der Vorschuss ist ein wunderbar schwerer Beutel. Aber sei vorsichtig, denn im Blessurtal sind zwei abscheuliche Felstrolle auf der Jagd. Du fragst dich sicherlich, wie die Trolle dorthin geraten sind. Sie wurden importiert für das Turnier, damit die Ritter zum Vergnügen der Menge gegen sie kämpfen. Aber sie sind dem Transport entkommen und ziehen nun mordend durchs Land. Versteck den Anteil des Vorschusses, den ich dir geschickt habe. Denn wenn jemand das Geld bei dir findet, werden Fragen gestellt und unser schönes Geschäft endet schneller, als es begonnen hat. Und mein persönlicher Rat, vergrab es in einem Misthaufen. Dort wird keiner suchen. Geld stinkt nicht. Naja, ich habe die Vermutung, dass doch. Ist nur eine Vermutung. Jetzt ja, so, ne? Gut, da müssen wir sowieso hin in die Richtung. Von daher, alles gut. Warte mal, wir haben hier drüben keinerlei... Ne, nicht mal annähernd. Ich würde mal noch ein bisschen hier runter reiten und eventuell hier rein, um einfach mal noch einen Reiseort zu finden. Also einen Schnellreisepunkt. Weiter so, Plätze. Mal sehen, ob wir Glück haben. Bin ich dann nicht. Ah, guck mal, hier ist doch einer, oder? Ja. Das reicht mir ja schon. Mehr will ich ja gar nicht. Aber dann kommen wir da nachher schneller wieder hier hin. Ich meine, es ist zwar schön, hier rumzureiten, aber... Ich glaube, ihr gebt mir da recht, dass es manchmal ein bisschen anstrengend ist, dann irgendwie 10 Minuten zu reiten, nur um irgendwo hinzukommen. So, dann machen wir jetzt erstmal wieder die andere Quest auf. So, die da. Aber das sieht jetzt schon alles nicht mehr ganz feierlich aus, ne? Gut, da vorne geht's weiter. Aber da kümmern wir uns erst in der nächsten Folge darum. Ja, fürs Zusehen. Ciao.